Meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahme von Resident Evil Revelations Nummer 2, wo wir das letzte Mal hier bei der Kanalisation stehen geblieben sind. Tja, und jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier Schönes erwarten wird, außer Gräber. Ich hoffe hier nichts Schlimmes und nichts Böses. Wir müssen den Turm erreicht haben, oder? Ich glaube schon. Was ist das? Das sieht aus wie ein Grab. Ich glaube, der Turm ist genau über uns. Ich hoffe, wir können sie noch überraschen. Eine Gedenkschrift für meine Blutsbrüder. Wir folgten Meisterin Alex auf diese Insel Zabirji, die sie Nummer 46 getauft hat. Unsere Bemühungen haben Wohlstand auf die Insel gebracht, aber noch wichtiger ist, dass wir gekommen sind, um der Meisterin zu helfen, ihren Wunsch nach Wiedergeburt zu erfüllen. Ihr habt eure Aufgaben hervorragend erfüllt, selbst bei eurer letzten Aufgabe, der Meisterin wertvolle Daten zu liefern, auf Kosten eures eigenen Lebens. Unsere Knechtschaft zur Meisterin verbindet uns. Ihr seid meine Kollegen und meine Freunde. Ich werde der Meisterin helfen, die Arbeit zu vollenden, die wir gemeinsam begonnen haben. Ich verspreche euch, dass euer Opfer nicht vergeblich waren. Möget ihr in Frieden ruhen. Uiuiuiuiui. Finden wir einen Weg nach oben. Oh, was war da Schönes? Gehen Sie zur Turmspitze. Ja, das machen wir gleich. Oh, da haben wir was zum Aufsammeln. Nett, nett. Schießpulver. Oh. Glitzi, blitzi. Oh, Maschinenpistolen. Na, das wollte ich ihr geben, übergeben. Dankeschön. Ah, was war da? Was ist das? Kafka-Zeichnung. 1 von 6, jawohl. Ich möchte nicht gern wissen, wie viele wir verpasst haben. Was ist denn da Schönes? Befreit unsere Genossen. Wenn ihr nach der Wahrheit trachtet, müsst ihr euren gefallenen Kameraden der Reihe nach die letzte Ehre erweisen. Erst dann könnt ihr eure Ketten der Sünden abstreifen. Der erste war immer tollkühn, er hat kein Grab. Der zweite trägt sein Antlitz auf dem Rücken. Der dritte ist der dritte Nachbar des vierten, aber in der Reihe davor. Der vierte hat seinen Kopf verloren. Oh, das scheint mir eine Art Rätsel zu sein. Der erste war immer tollkühn, er hat kein Grab. Das heißt, wir müssten eigentlich nach einem Grab Ausschau halten, wo der Grabstein fehlt. Der zweite trägt ein Antlitz auf dem Rücken. Ich habe mal vorbeigehen gesehen, dass die Grabsteine so, jeder Grabstein eine Art Stern hat. Das dürfte wohl das Antlitz sein. Das heißt, wir müssen schauen, dass der zweite den auf dem Rücken, also hinten, hat. Der dritte ist der dritte Nachbar des vierten, aber in der Reihe davor. Das heißt, der vierte hat seinen Kopf verloren. Das heißt, okay, wir müssten einen Grabstein ohne einen zerbrochenen Grabstein finden. Und vor dem vierten, der dritte ist der dritte Nachbar des vierten. Das heißt, der vierte von dem, das. Okay, dann drei. Okay, ich verstehe schon. Warum renne ich jetzt eigentlich mit der alten die ganze Zeit voraus? Geht's denn da hin? Schön. Oh, Flasche. Nehmen wir mit. Ich weiß schon, was ich damit machen werde. Und zwar eine Brandflasche, meine Freunde, übergeben. Denn ich will die Schweine brennen sehen. Soll ich darauf gehen, oder? Na, machen wir zuerst das Grabsteinrätsel. Machen wir zuerst das Grabsteinrätsel. Oh. Oh, eine leere Flasche. Geil, geil. Machen wir gleich noch eine. Kombinieren. Brandflasche. Übergeben. Okay, wir wollten ja eigentlich das Rätsel hier machen. Und da ist der erste schon ohne Grabstein. Wir erinnern uns, der zweite trägt sein Antlitz auf dem Rücken. So, da muss ich mal von vorne wieder anfangen. Okay, der hat alles vorne. Vorne. Warum schauen wir? Ah, da ist der da. Das heißt, in dieser Reihe hier, der dritte, das heißt, der ist ohne 1, 2, 3, das müsste hier sein, der dritte, okay. Dann hätten wir das auch. Aber meine Augen sehen hier noch eine leere Flasche, also wir werden mit leeren Flaschen zugeschissen. Was ist das eigentlich wirklich? Geil.
Übergeben. So, jetzt haben wir 3 Explosiv- und 3 Dingsbums-Flasches. Das ist gut. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Hi. Oh, 4 von 11. Jawohl. So, ich wollte mit ihr weitergehen, weil sie die Taschenlampe hat. Ah, da haben wir es ja schon. So, Nummer 2. So, dann 3 haben wir gesagt, müsste hier sein. Genau, hier ist der zersprochene Grabstein. Der dritte Nachbar, das ist der zerbrochene. 1, 2, 3, dann müsste hier das hier sein. Jawohl. Und dann noch er hier. Jawohl. So, jetzt wechsle ich schnell wieder. Geil. Ich pack mal lieber meine Schrot aus, weil ich habe keine Ahnung, ob der freundlich oder nicht freundlich ist. Und alle nachgeladen, jawohl. Oh, Baby. Was bist denn du für eine geile Waffe? Die MPAF. Okay, aber ich würde mal sagen, ich nehme diese hier. Oder haben wir noch irgendwo... Oder haben wir vielleicht noch irgendwo... Haben wir auf der eigentlich irgendwelche Modifikationen oben? Wisst ihr das? Scheiße, ich weiß nicht, ob wir auf der hier eine Modifikation oben haben. Jetzt hätte ich gerne eine Werkbank. Ah! Wurscht, nehmen wir die mit. Oder? Nehmen wir die mit? Auf der Werkbank können wir sie eigentlich eh tauschen wieder. Also scheiß drauf, nehmen wir die mit. Und Gutes. Jetzt nehmen wir die. MPAF. Okay, wir haben das Rätsels Lösung gefunden und jetzt gehen wir hinauf. Da haben wir eh nichts mehr. Nein. Wo uns das alles noch hinführen wird, ich habe keine Ahnung. Ins Verderben habe ich die Ahnung. Aber habe ich die Angst. Okay, meine Freunde. Dann würde ich mal sagen, wir gehen durch diese Türe hier hindurch. Bisschen finster. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Raum? Okay. Okay. Jetzt hätte ich gerne bitte, ja, irgendwie einen Plan von dem Gebäude. Oh. Ich fürchte, der hat sich erhängt. Rotes Kraut brauchen wir nicht. Anweisung für Stuart. Stuart, die Proben sind aus Afrika eingetroffen. Ihre Infektionsrate ist außergewöhnlich hoch. Sie haben großes Potenzial. Genauso wie ich es von einem Wesker erwartet habe. Bringe die Proben sofort zum Forschungsleiter und lass die Mitarbeiter sofort mit der Arbeit anfangen. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis T. Phobos fertiggestellt ist. Ich habe alles, was ich für die letzte Stufe meines Plans benötige. Oh, aus Afrika. Hat da nicht Resident Evil 5, glaube ich, gespielt? I think so. What? Stuarts Abschied an Alex, meine Herrin. Es war wirklich eine Ehre und ein Segen, all diese Jahrzehnte unter ihren dienen zu dürfen. Ich kann mich glücklich schätzen, Zeuge ihres wissenschaftlichen Genies und ihrer Visionen für die Zukunft gewesen zu sein. Die Welt braucht Ordnung und ich glaube, dass sie, wirklich nur sie, in der Lage sind, ihr diese Ordnung zu geben. Ich, sowie die anderen Forscher, verbindet dieser gemeinsame Glaube daran. Um ihr Überleben zu sichern, haben wir unermüdlich daran gearbeitet, den Übertragungsprozess fertigzustellen. Das von uns ausgewählte Gefäß ist makellos. Ich habe volles Vertrauen darauf, dass die Prozedur einwandfrei ablaufen wird.
Um zu diesem Punkt zu kommen, mussten wir zahlreiche Opfer erbringen. Mein Glaube an ihre Vision ist unerschütterlich. Ich war darauf gefasst, die geistige und emotionale Last der Sünden zu tragen, die ich zu begehen hatte. Aber ich glaube auch, dass wir zunächst für unsere Sünden büßen müssen, bevor ihr Plan erfolgreich sein kann. Darum habe ich die notwendigen Schritte für unsere Sühne eingeleitet. Um die restlichen Wissenschaftler habe ich mich bereits gekümmert und auch ich werde ihnen bald folgen. Danach wird es ihnen möglich sein, die Prozedur ohne Ablenkungen durchzuführen. Im Namen aller, die treu an ihrer Seite dienten, bedanke ich mich ihnen beim Erfüllen ihrer Bestrebungen, behilflich gewesen zu sein. Ewig, ihr ergebenster Diener, Stuart. Ah ja. Krank. Alter, krank. Oh meine Fresse, ey. Naja. Was haben wir da sonst noch Schönes? Da unten vielleicht irgendwas? Jetzt hätte ich gerne wirklich einen Plan. Oh, Kisten. Rubin, Maschinenpistolen. Oh je. Ich habe Angst, meine Freunde. Wir werden hier wieder zugeschissen. Mit Munition. Das taugt mir irgendwie gar nicht. Okay. Kann ich da jetzt eigentlich rauf? Will ich da rauf? Nein, ich will da noch nicht rauf. Warte mal kurz. Ich will da rauf. Er ist nicht mein Freund. Schon gut. Mist. Hör zu, ich muss dir was erzählen. Mir ist was aufgefallen, als Neil bei uns war. Sein Armreif hat nie die Farbe gewechselt. Ich meine, die lebenden Toten sind überall herangestürzt. Er musste doch Angst haben. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Verstanden? Ende der Diskussion. Genau, Ende der Diskussion. Aber wir werden mit Munition zugeschissen. Das freut mich gar nicht. Was haben wir hier Schönes drinnen? Ey, hey, eine Werkbank. Geil. Oh, was war da Schönes? Munition. Diese Liste. Neil hatte sie auf der Party. Burton, Chavez, Redfield. Da stehen alle unsere Namen drauf. Nein. Er hat TerraSafe verraten. Claire, es tut mir echt leid. Hey, sie. Neil. Aber ich wollte mich da noch umschauen im Zimmer. Kandidatin isoliert. Gute Arbeit. Jetzt sind Sie an der Reihe, Ihr Versprechen einzuhalten. Was haben Sie? Sie wollten eine Ouroboros-Probe. Jetzt haben Sie einen Schoßhund. Sie wissen einen Scheißdreck über mich. Ich weiß, dass Sie Lansdales Marionette waren. Als Weltruf vor 7 Jahren die Terra Grigia-Panik auslöste, hielt die FBC die Fäden in der Hand. Der alte Mann ging drauf, aber er war schlau genug, zuvor seine Nachfolge zu regeln. Sie haben mich benutzt. Weil Sie ein Idiot sind. Sie dachten, Sie könnten eine neue Terrorismusgefahr inszenieren, um die FBC zu legitimieren. Ein Ungeheuer wie Sie könnte das nie verstehen. Ach du Scheiße. Ich befürchte etwas. Oh, wir können, Gott sei Dank. Claire? Weinst du etwa? Nein, ich lache. Nein, ich sehe jetzt nur einiges deutlicher.
Genau, wie die Nils-Kandidatenliste, Stuart. Ich habe eine Liste der Terra-Safe-Mitglieder zusammengestellt, die am besten für diese Runde der Experimente geeignet sind. Sie haben alle Erfahrung mit Bioterrorismus und Viren. Die psychologische Beurteilung haben alle mit Bravour bestanden. Sie alle haben unaussprechliche Gräuel erlebt und sind in einem Stück davon gekommen, was auf eine starke Resistenz gegenüber emotionalem Trauma hindeutet. Nummer 6 war zwar nie direkt in Bioterrorismus Ereignisse involviert, aber ihre Testergebnisse waren vielversprechend, also habe ich sie ebenfalls mit aufgenommen. Alles in allem denke ich, dass dies eine starke Kandidatenliste ist. Ich bin sicher, sie werden mir da zustimmen. Es liegt jetzt alles in ihren Händen. Ich werde da draußen sein, falls sie irgendetwas benötigen.